Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Together Dark Souls 2. Falsch, aber okay. Ach, echt? Ja. Leute, so alles in Baumschimpfen verstecken. So, hier hinten ist ja die Kanalisation, ne? Ja, da wo wir rausgekommen sind, wo so viel Blut war. Hatte wohl jemand seine Tage? Ja. Hat nee. Er nicht gesagt. Muscheln. Warte, hier ist irgendwie ein Geheimgang. Hä? Was? Oder hier ist eine kaputte Leiter. Ja, da hätte man von oben runtergehen können, aber ich glaube, man wäre am Fallschaden verreckt. Gut, was haben wir sonst noch? Muscheln und Strandzeug. Und hier. That scent, unmistakable. How did noxious bulbs end up here? Ja, diese Pilze sind übrigens ganz toll, ne? Wenn die angegriffen werden, passiert was. Im Moment, ich demonstriere es mal kurz. Die machen verschiedene Dinge, je nachdem, was für Knollen das sind. Okay, oh, du hast gespeichert. Nee. Blaue Schadknolle, gelbe Schadknolle. Da sollte man nicht unbedacht reingehen. Ich dachte, die greifen nur an, wenn sie angegriffen werden. Ja, gut gemacht. Kannst du das Gift wegmachen? So. Warte, mach Sibyl mal weg und lass die hier. Ich möchte da nicht mit zwei Charakteren reingehen. Oh, das war schon ein Schritt zu weit, okay. Sollte es vielleicht auch nicht mit beiden reingehen? Das könnte sehr wehtun. Da wird es wieder aufgefüllt. Da rechts ist eine Schadknolle. Oh, ein getrennter. Was ist hier los? Warum? Sind die tot? Ja, warum wohl? Und, wow, interessante Knollen. Moment, wo kann ich die? Hier kann ich sie platzieren, glaube ich. So. Kein Schaden. Nee, das sind Hindernisse quasi. Aber sollte nicht alles in Ordnung sein, solange sie nicht angegriffen werden? Nee, es gibt auch manche Auslöser. Okay. Ach, ist gerade nicht in Reichweite. Bringt nicht, solange die eine Knolle da noch steht. Aber die kriege ich nicht gefasst, weil sie in der Rauchwolke drin steckt. Ah, okay. Kompliziert. Oh, ein Speer. So, jetzt habe ich sie gefasst. Gut. So. Ja. Dann haben wir hier, glaube ich, die, ne? Wer kann nicht problemlos aus der Entfernung rausziehen? Willst du den abgetrennten Kopf? Ja. Lass mich mal was futtern, hab Hunger. Gut, und dann ein leicht goldener Teelöffel.
warst ein genialer Labyrinthbauer. Klarer Verstand, geschärfte Sinne. Du hast eine unsichtbare Treppe gebaut, die jenen nützt, die sie finden. Oh. Gibt's hier ein Labyrinth? Ja. Aber dazu sage ich noch nicht. Ich hol erstmal Sibyl wieder ran. Ja, jetzt geh nicht wieder zurück. Mensch. Weg von diesem Gebiet. Fun Fact, mein anderer Together-Partner, mit dem ich gespielt hatte. Ja. Die ganzen Effekte haben sein Spiel zum Absturz gebracht. Oh, wow. Oh ja, ich erkenne diesen Ort, ja. Lehren erwachte. Voidwoken. We meet again. So, mal sehen, was bringt was. Das kostet mit 3 Punkte, das sind 2. Immer diese mutierten Regenwürmer. Sag ich mal. Mutierten Regenwürmer? Ja, für mich sehen sie aus wie mutierte Regenwürmer. So, hier, bitteschön. Er hat gerade geredet, du kannst ihn doch nicht mit dem Satz töten. What? Wir sind noch im Kampf? Ja, da sind noch 2 andere. Blaukopf. Denkst du, das ist nur einer? Oh. Blöder Scheiß. Ich will das mal sehen, die Frostrüstung. Ja, nein, nicht lieber lindernde Kälte, das uns auf Dauer mehr helfen könnte. Okay. Wem soll ich lindernde Kälte geben? Das gibt's zu allen. Okay. Deswegen ist es so praktisch. Ah, das ist ihre Welt, wir sollten gehen. Gut. Ach komm, das ist außer Reich. Tja, außer Reichweite. Ein Schritt näher ran. Na gut. Oh, da kommen ja noch mehr. Yep. Ja, sonst ist das total langweilig, also. Bitte. Also ich habe kein Problem damit, wenn sie... Sie geben ja immer 1000, wenn sie sterben, also. Eben. Wir gucken gerade etwas in den Seiten. Wo war das? Ich dachte, ich hätte Provoke auch gekauft. Na verdammt! Ah, okay, der ist in 2 gerannt, auch gut. Ja. Ganz schön, dass sie alle reden. Gut, jetzt bin ich dran. Massenschlacht! Oh, er ist verstummt. Au. Au. So, lose, meine Liebe. Gebufft ist ja, gibt genug Ziele. Das Problem ist, ich treffe auch dich, wenn... Wenn was? Wenn ich eine Dings mache. Zauberstabe. Ah ja. Ja.
Dafür ist das Blut halt nicht gut. Ein Elektrizitätsstab, ne? War halt der erste, den ich gefunden habe. Will ich dann auch austauschen, wenn es dann irgendwann mal geht. So, einmal hinter den. Und fertig machen. Was war das denn? Das habe ich mich gerade auch gefragt. Das war eigentlich sinnlos. Kling. Ja, in meiner Aufnahme hört man Discord-Sounds. Okay. Mehr! Immer mehr! Hab kein Problem damit. Ich auch nicht. Wünschte, ich hätte Provoke. Das war Absicht. Dich selbst zu vergiften? Ja. Ah. Ach ja, ne? Mit Machtdurchdrängung hat meiner jetzt ein paar Kriegerfähigkeiten übrigens. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist. Ja. Das ist schon, ich kann mich ja selbst gleich regenerieren. Brauchen wir ja keine große Heilung für das Gift. Angriff. Okay. Er ist so außen rum gegangen. Er ist aber nah genug gewesen. Offenbar nicht. They can keep calling us vermin, but we'll just keep putting them down. Ich find's schön, dass sich der eine gerade halb getötet hat. So. So, ihr Schleimlinge. Schön, oder? Ja. Selber habe ich gleich da hinten auch vor mit meiner Inkarnation. So. Kommen wir jetzt auch langsam in die Gegend, wo die Kämpfe ein bisschen interessanter werden. Ja. Niemand braucht jetzt Heilung, oder? Nee, mache ich gleich selbst. Hab ich niemanden getroffen, oder wie? Doch, hast du. Für 14. So. Sehr gut. Warum? Reicht dir meine Regeneration nicht, oder wie? Nein, nein, ich hatte ja keine und ich wollte nur kurz das Gift wegmachen damit. Ah ja. So. Na, zwei Level-Ups hätten wir schon mal. Ja. Also, er hat's überlebt. Ja. Dieser feige Hund. Immer diese Selbstmörder. So, wer... Hast du noch ein AE? Nein, aber ich habe etwas Besseres. Okay. Also wir sollen ihn finden. Egal. The corpses of voidlings lie in heaps around you. A miasma of cursed fluid pooling at your feet. Es waren so viele, aber wir
Wir sind mit ihnen fertig geworden. Wir müssen vorsichtiger sein, sonst gehen wir beim nächsten Hindernis, Hinterhalte alle drauf. Ja, wir sind mit ihnen fertig geworden. There were so many. Nothing we couldn't handle, though. They came wave after wave after wave. Relentless. Du musst sagen, was sie sagen. Entschuldigung. Lass sie nur kommen, wir mähen sie nieder. Okay. Ah ja, ich we muss klicken. We can't get caught up in another battle like that. They're only getting worse. Es muss... Genau. Gut. Also willst du sie jetzt looten? Ja. Gut, dann mach das. Wir haben manchmal ein paar Essenzen dabei. Oder halt ein paar Innereien, ne? Was ist das für eine Fläche am Boden? Wenn hier geheilt? Gesegnetes Wasser. Okay. Ah, ah, die... So ein Fass war doch irgendwo. Nein, 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 das hat nichts damit zu tun. Das kann ich dir aber nicht sagen. Der Spoiler. Vorhin stand irgendetwas wegen gesegnete und verfluchte Flächen. Oh, was haben wir denn hier? Oh, ein Kürbis. Hm. Hast du alles gelootet? Ja, ich guck mal kurz. Ja, nee, nix. Da war nix dabei. Also, okay. So gar nichts. Oh, wir können ja Level up. Ja, genau. Machen wir erstmal Level up. So. Jetzt Punkt in Persönlichkeit. Soll ich hier alles in Tausch investieren, damit wir mehr oder in Überreden? Ich habe 3 Punkte für Persönlichkeit. Ne, warte, ich habe nur einen für... Falsch geschaut. Ich packe es in Tauschen. Warte. Hast du schon? Ja. Oh. Tauschen und Überreden ist meiner. Und Lose macht ja Glücksbringer. Eigentlich. So, die Glücksbringer. So. Moment, ich muss mal kurz überlegen, wie ich den Weg freiräume. Wenn ich jetzt Gedächtnis Plus mache, kriege ich doch einen extra Platz, oder? Ja. Ich glaube, das wäre für Lose gut, oder? Darauf an, ob du eine Fähigkeit unbedingt dabei haben willst. Es hilft immer. Ich habe 2 Punkte verfügbar. Ich könnte 2 in Gedächtnis... Nein, eins intelligent und eins Gedächtnis. Gut, und hier Hydrosoph. Bei mir. Weiß noch nicht. Und hier auch nicht. Soll ich in Stärke oder in Konstitution? Lose habe ich alles. Verfügbare Punkte. Ich könnte auch in Gedächtnis, damit ich mehr Platz habe. Aber das können wir später machen. Wo bist du? Hinten bei der Glocke. Okay, Moment, ich mache den Weg frei. Komm, lauf rüber. Du hast dein Level Up noch nicht fertig. Ich weiß, ich mach's das später. Okay. Dann klingel ich mal, oder willst du? Ich mach's.
No sooner have you rung the ornate bell than the face of a lizard woman surfaces from behind a rock up on the ledge before you. Her stare is as sharp as the bolt eyeing you from atop her crossbow. Stand back and keep your hands off your weapons. Convince me you're no Magister, or draw one last deep breath. Ein Lachen, dann deine Halsringe zupfen. Siehst du vielleicht wie ein Magister aus? Ich sage, dass ich dich hier ansehen soll. Du bist ein kampfgestellter Veteran, kein in Alexander vernarrter, robentragender Magister, Milchbubi. Soldat, das klingt gut. You detect a sliver of a smile as she relaxes her martial pose. You're right. I suppose you don't look like a magister. Besides, those dogs wouldn't have dared to call me out like that. I apologize for the steel-tipped welcome, but lives are at stake. Hold on, I'll let you up. Ooh. With one graceful motion, the lizard throws down a tangled mess of vines for you to climb. Come, ascend to the sanctuary of Amardia. You'll find you're not the only guest here, but the Great Mother provides for all. Interessant. Große Mutter. Hier hast du sonst alles durchsucht, oder? Ja, da gab es nicht viel. Eine Fischgräte und einen Kürbis. Quasi. Be welcome to this sanctuary. Amadia's eye in the storm. A nice Good. Spot to pass the time. Waiting for the end. Dann gehen wir rein. Ja, fährt wirklich hin. Also. His name. Barely even knew that much. But still. You tried your best, Han. I'm glad you're safe now. We aren't really safe here, Focus are we? On your breathing, James. Moment. So long as Gareth returns, we will be. Ist Han nicht dieses Kind, das unten mit dem Boot ja. war? Er hätte uns hierhin geführt? Nee, er hat uns zum Strand gebracht. Also ja, zum Strand. Aber hier, oder? Oder? Ja. Nicht ganz hierhin, zum Strand. Ja, ja, aber schon auf dieser Karte. Nicht ja. weg. Okay. Dann rede ich mal mit Han. Han Solo. Samadel, this is the one I told you about. The disheveled lizard eyes you with hope, though her hope is tinged with mistrust. Okay. Han tells me you helped him out of Fort Joy. For that, you have my thanks. Ihr sagen, dass du gern geholfen hast, sagen, dass es ein. Dass in Wahrheit Han war, der dir geholfen hat. Die verabschieden auf dem Weg. Boah. Na, Han hat uns ja nicht geholfen, ne? Wir sind ja allein entkommen. Ja. Ich hab gern geholfen. Can I ask if. Did you happen to meet a man named Gareth on your way here? Oh. Und hast du oder hab ich mit dem geredet? Ich glaube du. Okay. Mit den Schultern zucken, du bist mir dir nicht sicher, warum. Den Kopf schütteln, du bist kein Lügen und sagen, dass du ihn getroffen hast. Warum? Samadel, I know he will. He has to. He has to, indeed. We need our leader. And if he doesn't return with help soon, we haven't a hope. Laut überlegen, welche Art von Hilfe gerade wohl bringen könnte. Fragen, ob du irgendwie helfen kannst. Dich verabschieden. Kann ich irgendwie helfen? You're kind to offer. But you'd best talk to Gareth's squire, Exeter. He'll know where your talents can be most used. Uh-huh. Now, Han, let's take a look at your nasty leg injury. Okay. Catch you later, Skipper. It's good you're here. Skipper, aha. Kannst du mit Han reden? Versuch's. Ja,
Der Junge schaut auf den schmutzigen Boden. Seine zuckenden Lippen deuten an, welche Grimassen er zu verbergen versucht, während stinkende Salbe auf eine tiefe Schnittwunde an seinem Bein aufgetragen wird. Glad you made it here in one piece, unlike me. Any idea what you're gonna do next? Ja. Also ich will die Insel verlassen und eigentlich anderswo Dinge erledigen, Frauen treffen. He looks at you sidelong, brow furrowing. Sure, just don't get too cozy. If you're smart, you won't stay here too long. Folks here just want to cry over spilt milk and wait for Gareth. Soon as I'm healed, I'll find him myself. Someone has to. Wer hat er denn diese übel aussehende Wunde? Undead almost got me on the way in. Had to kick his head right off to get free. Put my foot through his skull and, well. Don't move, Jules. Save your strength. Ich würde sagen zwei, oder? Zwei? Drei sagen. Okay, dann mach. Han rolls his eyes. You've a little brain in your skull, if you ask me. Okay, dann rede mit ihr. Samadal. Vielleicht wegen Dingsmuster. Ja, weil ich den gerade regeneriert habe, ne? Billiger als Heiltrank, aber... Ah, okay. Ja, kannst du jetzt? Sobald alle Verwundeten versorgt sind, müssen wir die Waffen finden, die Geralt hinterlassen hat. But for now, we owe it to our own to ease their pain. Schon fertig? Ja. Verdammt, du hättest mit ihnen reden sollen. Ich finde es das blöd, dass du nicht sozusagen eingreifen kannst. Ups, warte. All meine Wunden haben sich mit einmal geschlossen. Ich hätte nicht gedacht. Ich war mir sicher, ich würde. Thank you. Thank you. Ja, die größte Bedrohung wäre, von der Insel wegzukommen. Nee, was? Belohnung. Hä? Ach, Belohnung. Belohnung. You wouldn't be in such a hurry if you saw the kind of things the Magisters are doing. The kind of things they used against us. He shudders at the memory. They turn the living into shriekers. Crucified wretches that unleash pure destruction on anyone who tries to pass. Nobody survives those things. Ah ja, guter Zeitpunkt, ne? Auch wenn wir es noch nicht gesehen haben, ich sag's mal. Es gibt hier im Sumpf an Kreuzen genagelte Wesen, die wahrscheinlich mal Menschen waren oder sowas. Und die machen einen Todeseffekt, wenn du an ihnen vorbeigehst. Also da kann man wirklich nicht dran vorbei. Okay. Und die sind auch immun gegenüber Schaden. Ach du Scheiße. I wish I had a fitting way to thank the person who saved my life. As it is, all I can offer is, well, it's not much, but maybe you'll find some use for it. Was gab's? Ich hab, Blutfeuer, Pyrokinet, Polymorph. You healed me. How did you... Oh, never mind. I don't care how. I only care that today won't be my last. Sagen, dass das Mindeste war, was du tun konntest und fragen, was ihm zugestoßen ist. Fragen, ob er kämpfen kann, wenn er soweit ist. Was ist passiert? I don't remember much. I barely had time to realize the Magisters were attacking before I was injured. The last thing I saw were these things, these shriekers. Okay. Those Magisters are gonna pay in blood for what they did to us. If my mother were here, she'd box my ears for not being able to thank you properly. Though I reckon that walloping from the Reds was punishment enough. Take this, at least. It'll have to do. Thank you. Was? Fine. Swear. Head Amulett. Gut. Mattis. How do you have so much
Feuer nehmen. Simone? Okay, dann heile ich mal Simone. Hast du gerade den Elfen wieder geheilt? Ja, der war noch nicht ganz voll. War mal nett. So, ich heile mal Simone. So, es ist jetzt voll. Reden wir mal mit ihr. They're gonna be all right. Thank you. Thank you. God's above. Thank you. Oh, die hat Heilungsbücher. Healed? Welche Schule? Heilungsbücher. Welche Schule? Welche Schule? Hydro. Also, was kann ich sonst heilen? Erste Hilfe von Jägersmann, deswegen. Okay, Moment. Ich habe die Möglichkeit zwischen Zauberfäustlinge, Kurzschwert, Dolch. Ich kenne die Werte nicht. Flachbogen. Also, was wäre dir? Ein Kurzschwert, ein Dolch, Flachbogen oder Zauberfäustlinge? Ja, ich kenne die Werte nicht. Keine Ahnung. Die Werte sind alle scheiße eigentlich. Ich nehme das teuerste, okay? Den Flachbogen. Ja. Ja, damit kriegen wir... Hä? Die Samadell hier verkauft übrigens Pyrokinet. Ja. Wer? Samarell. Die Exe, die sich um Haaren gesorgt hat. Okay. Oh, du redest mit jemand. Jemand hat mich geheilt. Ich war des Todes und wurde gerettet. Das ist ein Wunder. Ja, ihr seid denn imstande mitzukämpfen. He lands a comradely slap on your back. His strength is definitely returned. Please. Don't you doubt it. This old war serpent still got some fight left in him. Especially now that wound is healed. Hast du sie mir denn überhaupt zugestoßen? The Magisters attacked our camp back at the harbor. I caught one of their arrows right in my side. That would have been a slow death. I've seen it before. Yep. Good. Dann haben wir alle. Samadell smiles with relief at Hans' healed leg, bowing gently in thanks when your eyes meet. Ja, okay. Soon as all our wounded are healed, we'll need to search for the defenses Gareth left to find. Okay. But for now, we owe it to our own to ease their pain. Gut. Haben wir noch nicht alle geheilt? Doch, ich glaube schon. Warum sagt ihr, es müssen zuerst alle geheilt werden? Ah, gehen wir mal weiter. Vielleicht gibt es da unten noch welche unter. Wir haben schon wieder 33 Minuten. Sollen wir das Lager noch fertig machen? Was? Sollen wir das Lager noch fertig machen? Ja, können wir. Das ist für mich kein Problem. Also, ich rede mal mit Cherban. Ja. Wenn ich ihn treffe. The grim-faced man sifts through a pile of badly damaged weapons, salvaging the repairable, ditching the broken. He picks up a rapier, the blade nicked and splintered, the hilt twisted. Dem armseligen Zustand des Stoßdegen ansprechen, ihm sagt, dass sich nichts von selbst repariert, auch dieses Schrott nicht. Sich verabschieden. Er spricht es mal an. He holds the damaged blade up to the light. This was Halorn's blade. It was his first. It was also his last. He didn't intend to die here, but die here he did. He was an ordinary soul with an extraordinary heart, Halorn. And he died for what he believed. Okay, fragen, woran Halorn geglaubt hat. Den Stoßsegen nehmen, die Krümmung in der Nähe der Spitze der Klinge bemerken, das Schwert heben und mit der flachen Seite hart auf die Tischkante schlagen. Ja, warum nicht? The point breaks away, leaving a jagged edge. The sword is shorter now, but it'll do more damage. Gut, und zurückgeben. Who are you?
mit den Schultern zucken. Du bist auch nur eine kaputte Seele, die Heilung sucht. Verabschieden und gehen. Ihm sagen, dass du sein Grund bist, weiterzumachen, wenn er will. Nicken und fortgehen. He realizes, to his surprise, that he holds the weapon in his hand, ready for battle. He smiles to himself, tucks the weapon away and gets back to work. Ich bin nett, aber warte. Fast, checking weapons to see if they're battle ready. He thumbs the edge of a blade. Na, ich entspann mich so lange in dieser schönen Quelle hier. Bahn. The blade is thirsty. Now, what can I do you for? Okay, ich will handeln. Oh, er hat eine Nekromantie. Gut, aber ohne blaue Jacke, feine Jacke. Das gibt Intelligenz und Aertowork. Dafür braucht man aber Finesse. Du bist doch der Finesse-Typ, oder? Das Sibyl ist Finesse, ja. Vielleicht wäre das was für sie. Ja, muss ich mir angucken. Und eine kleine Flammenrune. Andere Sachen. Also, was haben wir? Und Beschwörungssachen. Der verkauft Beschwörungssachen. So, bitteschön. Ah, aber keine anderen als ich nicht auch dort hinten. Armbrust ist nichts für so gut. Nee. Intelligenz Aeroturk ist auch keine gute Großschütze. Ne, ist Quatsch. Ja. Und was passiert, wenn man eigentlich den Kopf hier anklickt? Diesen Riesenkopf? Hör zu, dann fließt es. Im südlichen kleinen Teich liegt halbversunken das Gesicht einer Göttin. Rivulets stream from her deep set eyes, like endless cascades of sunlit tears. You feel peaceful in her presence, soothed somehow by an intangible comfort. Pass den Moment aus und betrachte die Statue. As you gaze upon her loving face, you find yourself drawn into a trance-like state. A voice seems to reach you from within your mind and from the furthest reaches of the stars. Its whispers caress you like a breeze. Okay. Was machst du? Ich höre aufmerksam zu und überlasse mich dieser außerweltlichen Stimme. The voice grows stronger, like a breeze picking up. What were whispers become words. My children, gone are my children, dead are they in the cradle I have wrought. Die Reihe ist gut. Ich bedauere natürlich das schwere Los, ja, also. A feeling of indescribable sadness assails you. It feels like your heart merges with the spirits, torn together by a coil of thorns. My child, weep with me for the mother who has lost. Weep with me and bathe in the tears of Amadia. Your tears mingle with those of the goddess down in the tranquil crystalline pond. As suddenly as it came, the voice is gone, and you wake from its presence as if from dream-filled slumber. The pond now shines with an inner light, and standing in its waters, you feel rejuvenated, pure, as if born anew. Ja, wir haben hier jetzt Heilung. Bitte schön. Sehr gut. Dann reden wir mal mit dieser da. Gratiana. Before you stands a figure. Her body wreathed in cloth. All you can see of her eyes are two dark holes in an ornate mask. Okay. Armadia's blessings, child. I have not seen this face in our sanctuary before. Pray, who are you? Sagen, dass du niemand bist, nur ein Reisender unterwegs. Wir sagen, dass du nur ein Soldat bist, der versucht, sich in der Welt zurechtzufinden. Dich entschuldigen und gehen. Ah, ich bin ein Soldat. You may tarry here a while before hurrying off to war. Please,
Stay as long as you wish. Danke. I am Gratiana, priestess of Armadia. It is a privilege to welcome you to her sanctuary from Brakkus's vile swamps. Okay, Fragen, warum sie hier heim zu einer Zuflucht für die Suche gemacht hat. Die Sümpfe wirken vollends Gott verlassen. Laut überlegen, warum sich ein Schrein an so einem Ort befindet. Fragen, wer diese Göttin Amadia ist. Fragen, warum sie die Suche reingelassen hat. She pauses for a moment before answering. We must always strive to help those who suffer. For many years I did not understand that simple truth. For many more, I have tried to right the wrongs of my past. Okay. Fragen, was sie falsch gemacht hat, oder sagen, dass sie dir sagen könnte, wie du von hier wegkommst, wenn sie dir helfen will. Nee, was hat sie falsch gemacht? Despite the mask, you can feel her expression harden. Time is a river, ever slipping by. It does no good to mourn what's gone before, only to appreciate where the current carries us. In this case, I can worship the goddess Armadia and help those who come to me for aid. I live a good life. The person that I was is dead. Er hat zu überlegen, warum der Schrein sich hier befindet. Dieser Sumpf scheint nicht die ideale Umgebung für religiöse Versenkungen zu sein. Nach dieser Göttin Amadia fragen. Amadia. Amadia. Ich sag's ja, Amadia. Nein, Amadia. Amadia. Egal. Das ist immer wieder betont. Ihr Leben so sehr verändert hat. Ihr sagen, dass du froh bist zu sehen, wie sie ihr Leben verändert hat und gehen. Hier eins. Der Sumpf ist nicht gerade ideal. It was not always thus. This swamp was once a rich, lush land before he came. Before Brakkus. Weißt du noch, wer es war? Der Typ, der den anderen unten aufgespießt hat. Genau. Sie auffordern, dich mir über Brakkus zu erzählen, oder sagen, dass das schon lange her ist, wie lange sie schon lebt? Ist das jetzt eine Frage an mich? Ja. Ach, Enel, du weißt doch, dass das keinen Sinn hat. Komm schon, ein bisschen. Du musst ja auch etwas machen. Ich kann nicht immer alles für dich entscheiden. Wieso? Du entscheidest für dich, nicht für mich. Ah, okay. Das ist aber schon lange her. Wir wissen ja, wer Brakkus ist. I have been here for many years. It has given me a lot of time to reflect on the past and learn from it. Okay, weiter. In truth, the torments of Brakkus and of these magisters were not so different. Both purged source from this land. Indeed, the magisters have even taken Brakkus's worst tools. First, the purging ones, and now those shriekers. Without something more powerful than these sticks the seekers are armed with, those crucified monstrosities will kill them to a man. Fragen, wo ihr Anführer ist. Laut überlegen, ob sie den Leuten irgendwie helfen kann. Erklären, dass sie sich nur organisieren müssen. Niedame ist besiegbar. Niema, aber nicht deine Sache. Nee. Ja, passiert halt, ne? Nee, machen wir nicht. Hier, Soldat. Leute und ihre Problemchen. This is so. But without Gareth to lead them, they are lost and listless. Ah ja. Gareth, war es vielleicht doch nicht der, der gestorben ist? Doch, das war der. Also der Elf, der verstümmelt war, oder? Ja, in dieser Zelle da unten. Hieß er nicht anders? Nein, der hieß Gareth.
Okay, weiter. I told him of Brachus's cache of soul-forged weapons, arms not even the Shriekers could stand against. He ventured out to find them, but has not returned. I fear for these souls, if he has come to any harm in the marsh. Without the wands he seeks, not one will escape this island. Okay, nun, dann sollte ihm wohl jemand retten. Fragen, wohin er gegangen ist. Interessant, Leute überlegen, ob er erfahren könnte, wo sich die... Gut, wir retten ihn. He set off north, to the ruins of Brachus's source armory. But there is no way to know what he found there. Even if he survived the swamps. Ihr Versprechen, dass du alles tun wirst, um ihn zu finden. Na gut, könnte eventuell auch nicht Garrus gewesen sein. Ja, ich glaube, es war jemand anderes. Musst du in die alte Aufnahme reinschauen? Whatever in Armadia's grace, child. Ich glaube, es war Varric oder irgend so etwas. Gut, dann ist hier noch ein Zwerg und Leia. Rede mit dem Zwerg. Oh, den habe ich völlig übersehen. He seems intensely focused on her, whispering and singing softly in her ear. She's staring blankly into space. Okay, mitgekriegt. Okay, weiter. Blood and bone. Fire and smoke. Death and worse. Hush now, Leia. They'll not hurt you again. You're safe now. Okay. Once Gareth gets back, we're going home. You'll see. He'll be fine. The woman rubs her neck, raking her nails across her skin as she whimpers. Fragen, was sie mit ihren Hals macht. Laut überlegen, warum sie so betrübt ist. Leise gehen, ohne sie zu stören. Na, was macht sie mit dem Hals? The dwarf starts at the sound of your voice, gripping the woman's arm for a moment before he relaxes. Uh-huh. New faces. Hope you aren't bushwhacked by the Magisters too. As for her neck, she's remembering the damnable source collar she once wore. Same style as yours. Okay. Lucky for us, she had the skills to remove them. There's many a sorcerer that's been free thanks to her. Oh. Können wir das auch? The woman's eyes dart to your own neck. Choke us. They strangle us. Steal our voices. Ja, ja. Wir sagen, dass sie mit dem Gebrabbel aufhören und dich zum vom Halsring befreien soll. Nee, nee, nee. Nick und sagen, dass er sehr unbequem ist. Kann sie ihn bitte entfernen? Fragen, ob sie weiß, was das ist. Wie das ist. Hä? Wie das ist. Ob sie weiß, wie... wie das ist. Weg damit. She averts her eyes, staring at the ground. You'll have more luck getting Dallas to unlock them. The poor girl's not in her best mind without Gareth. Okay, fragen, was Gareth damit zu tun hat. Den Zwerg fragen, ob er dir helfen kann, den Halsring loszuwerden. Leute überlegen, ob du ihr irgendwie helfen kannst. Also gut, den Zwerg zu nicken und gehen. Kann ich ihr irgendwie helfen? I wish, friend. But there ain't nothing you can do. And there ain't nothing I can do. Uh-huh. Garrus, the only one that brings her out of herself. Without him, she's... well. Ja, du musst es wohl noch. Was hat er für einen Akzent? Das kann ich nicht sagen. Ich kenne mich nicht so gut aus in den Akzenten. Aber ich mag ihn. Ja, ich mag ihn auch. Aber der kommt mir bekannt vor, aber ich kann nicht... genau sagen was. Egal, weiter. Duggan lays his hand on her shoulder, squeezing it tight. Schottisch? Tears roll down her cheeks. Nee, die haben einen stärkeren Akzent als das. Und der Sprecher ist ja Englisch, oder? Also Engländer. Zumindest klingt das so. Es klingt ein bisschen erhabener als die amerikanischen englischen Sprechenden. Okay. Okay, fragen, warum Gareth Leia so wichtig ist. Leia zu ihrem guten Freund beglückwünschen und dann gehen. Ein jämmerlicher Zwerg und ein Brabbeln der Irre. Augen verdrehen und gehen. Nee, 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 nee. Warum ist Gareth Leia so wichtig? We were part of the caravan headed to Fort Joy.
shiny collars and all. Gareth and the Seekers ambushed the caravan and freed us, saved every one of us from that hell. Okay. But now he's off searching for weapons to take down them Shriekers, and all we can do is sit here, thinking about the Godwoken we didn't save. Ja, ich versuch. Okay. Leise fortgehen und sie in Ruhe lassen. Diesen Namen hast du schon mal gehört. Fragen, was genau er unter Gotterweckter versteht. From fragments to whole. From their past to our future. From their hope to ours. Okay. She ain't detailed, but she ain't wrong. The Godwoken are our hope that a new divine can be born. Okay. Someone to replace Lucian and push back the Voidwoken. Someone to restore order and protect the source. I'd speak to Exter if you want to know more. Okay, laut überlegen, wie man einen Gotterweckter erkennt. Sein, dass das Ganze schon viel verlangt ist. Sein, dass alles sehr interessant ist, aber trotzdem gehen musst. Wie erkennt man einen? There's ways. But I ain't privy to him. One thing I do know, mind. The Voidwoken have their number. They react to Godwoken like no one else. Okay, die leeren Erwachten wissen Bescheid. Okay. Barking dogs in wolves' clothing. Schade, du hast genügend leeren Erwachte für dieses Leben gesehen. Sein, dass du alles sehr interessant ist, du aber jetzt gehen musst. Ah, ne, hier, schau dann. Teeth in the swamp, teeth in the air. Okay. Aye, there's enough of them about. But don't you worry none. Gareth will be back soon. Then we'll be home in two shakes of a lamb's tail. Laut überlegen, warum so angetan ist. Ihnen alles Gute wünschen und gehen. Ja, willst du die Gen-Option noch vorlesen? Ja, sorry. Gut. Warum steht sie so auf Gareth? We were part of the caravan headed to Fort Joy, but now he's off searching for weapons to take down. Mm-hmm. The dwarf starts to sing softly as the woman rocks slowly in her seat. Was ist denn los? Hä? Gib's so schnell durch. Das war doch wieder das gleiche wie vorhin, also, oder nicht? Ich hab nicht genug zugehört vorhin. Okay. Ich bin eingeschlafen. Hey, so langweilig sind die nicht. So, ein NPC ist hier noch zum Reden, dann sind wir durch. Hast du schon alles genommen, was genommen werden kann? Nee. Willst du das schnell machen? Ja, kann ich machen. Denken würde ich nicht lang gehen, da geht's woanders hin. Okay. Gut, dann werde ich kurz mit Exter. Ah, hab alles. Gut, dann rede ich mal mit ihm. Paces around a table covered with a spread of maps, his face a tight scowl of frustration. Every approach blocked. Oh, damn it! What good are battle tactics against those things anyway? Oh, ich habe vollkommen vergessen zu fragen, ob du es mitgelesen hast. Ja. Yes, okay, gut. He glances up. In quick succession, he becomes aware of both your presence and the fact that you're not a familiar face. Wow. Blitzmerker. Who the blazes are you? Sagen, dass du ein Quellenmarker bist, der auf der Freudenfest entkommen ist. Ihm sagen, dass ihm das nichts angeht, folgen. Ah, ich bin Quellenmagier. A sorcerer? Indeed. I should have realized. Okay. A seeker can always recognize a sorcerer when they see one. Though, of course, your collar gives you away. Ja. Innehalten, dann sagen, dass du einen Elf namens Verdas, genau, in den Verlies der Freudenfeste getroffen hast, der eine Gruppe erwähnte, die vielleicht nach dir sucht. Sagen, dass du von dieser Insel weg willst. Nee, hier. You meant Verdas. Then he's as good as dead. We're the seekers he spoke of. We were supposed to free him. Instead we failed him. Okay, sein, dass du noch immer nicht ganz verstehst, was ein Sucher ist. Erwähnt, dass Verdas in dir anscheinend denselben wie in ihm erkannt hat. Ist ihm klar, was das bedeuten könnte?
Nicht zu fassen. Was? Ich hab gepingt. Okay. Okay, er hat etwas. Er sagte, wir sind dasselbe wie ihn, oder? Boah, das weiß ich nicht mehr, aber ich glaube schon, ja. You, a Godwoken? Surely not. Though if Verda said so, you could be important, but there's no way to be certain until we've left this blasted island behind us. Seien Sie, dass es dir nichts ausmacht, je früher du von hier wegkommst, desto besser. Verlangen und zu erfahren, was er meint. Inwiefern bist du wichtig? Ja, hier. Verdus was Godwoken. He was a powerful sorcerer, in the vein of Lucian the Divine. He had the potential to succeed Lucian, if he mastered his powers. But now that won't happen. Okay. If you're the same as Verdus, then we have to get you away from this place. Someone's been killing the few Godwoken that are out here. Likely that dog Alexander. Aber warum? He's a Godwoken too. A failed one as far as I'm concerned. I can imagine he won't want any upstart Godwoken taking what he figures to be his birthright. Hast du deine Antwort? Ja, jetzt habe ich meine Antwort. Sein, dass es dir nichts ausmacht, ja, früher. The young man anxiously fidgets with his curved bow. You found a matter close to his heart, evidently. That's easier said than done, I'm afraid. Much easier said. Mm-hmm. The Magisters have us cornered. They have these weapons called Shriekers. If we try to go against them unprepared, we're dead. We've lost many already. Okay, fragen, wer sie sind und was sie hier getan haben, bevor er irgendetwas macht. Fragen, was diese Kreischer sind. Sein, dass es eine Möglichkeit geben muss, die Dinge zu besiegen. Schließlich ist nichts unbesiegbar. Wir gehen von oben nach unten, okay? Ja, deine Entscheidung. Seekers, well, we guard the true principles of Lucian. And there are sorcerers who can follow in his path and become divine. Godwoken. We seek them out and protect them. Okay. Verdus was a Godwoken. Our best hope. Our last hope, most likely. We tried to free him, but we failed. Now all we can do is flee. Okay. The Shriekers block all escape routes, though. We can't get off this island until we get past them. Okay, und wer sind diese Kreischer? They were sorcerers once. But after whatever perversions the Magister subjected them to, they're death incarnate. If they can see you, they can kill you instantly. Okay. After we retreated here, our leader, Sir Gareth, set out looking for some ancient weapons that could counter those things. Then we could break the Magister blockade and escape this island. Ja. But he hasn't returned. If Sir Gareth doesn't come back with those weapons in tow, well, this island will be our grave. Okay, sein, dass du nach Gareth und diese Waffen suchen wirst, wenn das nötig ist, um diese Insel zu entkommen. Nach weiteren Informationen über Gareth fragen, wie sie von diesen Waffen erfahren haben. Ah, wir werden suchen. You'll help us. Na klar. His shoulders visibly relax, the weighty armor upon them settling with a clink. Aha, und weiter. Thank you. Allies are in short supply in this place. If you help us, I promise, we'll get you as far away from this place as possible. Zuerst habe ich noch ein paar Fragen. Please, ask. Whatever helps. Mhm. Erneut um eine Erklärung bitten, Gott erwecken, nach weiteren Informationen über Gareth fragen. Fragen nur, ob er wirklich keine Ahnung hat, wo Gareth sein könnte. Fragen, wie sie von dieser Quellenwaffen erfahren haben, die ihnen gegen die Kreischer helfen könnte. Fragen, was geschieht, wenn sie es schaffen, die Magister zu besiegen. In welche Richtung Gareth gegangen ist, wissen wir ja schon. Ja. Wir sind mittlerweile schon bei einer Stunde. Echt? Ja. Ui. Ich würde sagen, diese Folge machen wir in zwei Teile. Und wollen wir hier beenden?
Oder willst du das noch... Wenn du mit dem Gespräch fertig bist, können wir hier beenden. Okay, dann frage ich noch kurz nach Gareth. Vielleicht haben wir noch ein paar Informationen. Sir Gareth, he's the finest seeker I know. I'm honored to serve as his squire. He wouldn't let us down. Not unless something's gone horribly wrong. Mhm. Also, woher weißt du von diesen Waffen? The masked priestess, Gratiana, told Sir Gareth of them after she granted us shelter here. She was reluctant at first, but... Well, Sir Gareth can be very insistent. Okay. Speak to her if you wish. She may know more. Haben wir ja schon. Ja, und was, was geschieht mit dem Magister? The Magister flagship, the Lady Vengeance, she's anchored at the old harbor. Once the way is clear, we're to take her and get the hell out of here. Mhm. Und du hast wirklich keine Ahnung, wo Gareth sein könnte. He set out to find those source weapons and that's the last we saw of him. Und Gott erweckte, sagt er nichts Neues. Before there's a divine, there must be a godwoken. Only a special few among sorcerers have this potential. Without them, a true successor to Lucian will never rise. Okay. Gut. Ach, das war schön. Ja. Ging schneller als gedacht. Also, das letzte Gespräch. Aktualisiert, aktualisiert, aktualisiert. Ja, gut. Ich würde sagen, das war's für diese Folge. Also, liebe Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.